Herzlich willkommen zurück zur dritten Ausgabe meiner CS 2019er News-Reihe. Ihr seht es schon am Titel, ich habe in diesem Video Tag 3 und Tag 4 zusammengefasst, was ganz einfach daran liegt, dass jetzt, wo die Pressetage vorbei sind, erheblich weniger Neuheiten ans Tageslicht kommen. Dennoch haben es einige interessante Themen der beiden Tage in dieses News-Video geschafft. Als großes Highlight natürlich auch Neuigkeiten bzw. Ankündigungen der AMD-Pressekonferenz. Ich laber nicht mehr lange drum herum und wir legen los. Let's go! Als erstes kommen wir zu einer Meldung erneut von Razer, die bereits gestern mit dem ersten eigenen Gaming-Monitor überrascht haben. Heute stellten sie zwei hauseigene Cases vor, zum einen das Razer Tomahawk und das Razer Tomahawk Elite. Beim ersteren Gehäuse handelt es sich um ein sehr schlicht gehaltenes Case mit verbautem Glasseitenteil sowie einer getrennten Netzteil- bzw. Mainboard-Kammer. Es können sowohl zwei 2,5 Zoll Laufwerke als auch zwei 3,5 Zoll Laufwerke verbaut werden, sowie Kühler mit einer maximalen Höhe von 17,5 cm. In dieses MIDI-Tower-Gehäuse können Grafikkarten mit einer Maximallänge von 38,5 cm eingesetzt werden. Neben dem beleuchteten Razer-Logo an der Vorderseite sind zusätzlich zwei Razer Chroma RGB-Streifen für eine Unterbodenbeleuchtung angebracht. Das Tomahawk Elite-Gehäuse ist dann wiederum was für Enthusiasten mit ganz besonderen Ausstattungsfeatures. So überwacht das Gehäuse dauerhaft die Temperatur im Innenraum und kann bei einem eventuellen Hitzestau den Deckel per Hydraulik automatisch öffnen. Auch die Seitenteile werden nicht klassisch, sondern wie Flügeltüren vertikal nach oben geöffnet. Razer verzichtet bei diesem Modell voll und ganz auf 5,25 und 3,5 Zoll Laufwerksplätze und setzt dafür insgesamt vier 2,5 Zoll Laufwerksplätze zur Verfügung. Release-Zeitraum und Preis sind bislang noch unbekannt. Gestern Abend um 18 Uhr deutscher Zeit saßen viele Hardware-Liebhaber gespannt vor ihren Monitoren, um sich AMDs Pressekonferenz live aus Las Vegas anzuschauen. CEO Dr. Lisa Su präsentierte uns Neuheiten zu einer Vega 20 GPU, AMD EPYC Prozessoren sowie Ryzen 3000er CPUs. Aber erstmal eins nach dem anderen. Nach einem kurzen Rückblick in die vergangenen Jahre von AMD folgte die Vorstellung einer neuen Grafikkarte der AMD Radeon Vega 7. Mit dieser Grafikkarte steigt AMD nun mit dem Vega 20 7 Nanometer Chip in den Konsumermarkt ein. Bislang waren Grafikkarten mit Vega 20 Chip lediglich im Server-Einsatz mit den Instinct-Grafikkarten vorzufinden. Mit dem Sprung von 14 Nanometer auf 7 Nanometer bietet die neue Radeon Vega 7 25% mehr Leistung bei gleichbleibendem Stromverbrauch, 60 Computer-Units takten die GPU auf bis zu 1800 MHz und sie werden mit stolzen 16 GB HBM2 Speicher kombiniert, der mit 1 TB pro Sekunde angebunden wird. Diese Menge an Speicher dürfte vor allem für alle Creator da draußen von Vorteil sein. Gekühlt wird dieses Modell nun von 3 anstelle von zuvor 2 Axiallüftern. AMD präsentierte außerdem verschiedene Benchmarks, so soll die Leistung der Vega 7 in Battlefield 5 um 35% und in Fortnite um 25% gestiegen sein, im Vergleich zu RX Vega 64. Zudem braucht sich die neue Grafikkarte nicht vor der konkurrierenden Nvidia GeForce RTX 2080 verstecken. Die liegen in Battlefield 5 und Far Cry 5 gleich auf, während die Leistung auf Vulkanbasis deutlich höher sein soll. Im Spiel Strange Brigade auf UHD und den höchsten Einstellungen soll die Vega 7 87 FPS erreicht haben und somit besser sein als Nvidias RTX 2080 mit 73 FPS. Ab 7. Februar soll diese Grafikkarte für 700 US-Dollar erscheinen. Ich bin gespannt auf kommende unabhängige Benchmark-Werte. Weiter ging die Präsentation mit Neuheiten zu AMD EPYC Prozessoren, die nun über 8 7 Nanometer Dies verfügen. Dazu kommt dann noch ein I.O. Die, vermutlich aus der 12 Nanometer Fertigung von GlobalFoundries, welches insbesondere PCI Express 4.0 Lanes anbindet. Diese EPYC Server Prozessoren sollen voraussichtlich Mitte 2019 erscheinen, zusammen mit neuen Ryzen CPUs der dritten Generation. Viele Informationen zu den 3000er Prozessoren wurden leider nicht bekannt gegeben. Konkrete Zahlen zur maximalen Kernanzahl und Taktfrequenzen blieben leider aus. Stattdessen hielt Lisa Su einen Ryzen 3000er CPU ohne Heatspreader in die Kamera, auf dem sich rechts der 7 Nanometer gefertigte CPU-Chiplet befindet und links davon der I.O. Die in 14 Nanometer mit DDR4 Speichercontroller und weiteren Funktionsblöcken. Bei den 3000er Prozessoren handelt es sich um die ersten CPUs mit PCI Express 4.0.
2.0-Kompatibilität. Innerhalb mehrerer live vorgeführten Benchmarks verdeutlichte AMD die Leistungsfähigkeit der neuen Zen 2-Architektur. Im Vergleich zu Intels i9 9900K erreichte ein Ryzen 3000er Prototyp mit 8 Kernen im Cinebench-Test 2057 anstelle von 2040 Punkte bei Intel. Auch hier freue ich mich auf hoffentlich bald folgende Neuigkeiten und vor allem konkrete Zahlen und unabhängige Benchmarks. Was ist eure Meinung zu den Neuankündigungen von AMD bezüglich der Vega 7 Grafikkarte und den zurückhaltenden Informationen zu neuen Zen 2 Prozessoren? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. An der Stelle würde ich mich außerdem über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen, um zukünftig kein weiteres Video mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.